So, wir geben jetzt unsere Teilung zum Abschluss mit dem Wort. Und ich freue mich sehr, Herrn Georg Schmolz ankündigen zu dürfen. Er ist zuständig für barrierefreie Angebote. Das heißt, er umfasst den Gebärdensprachbereich, den Bereich der Untertitel. Und er ist aber auch zuständig für Menschen, die eben auch eine Diskussion benötigen, also blinde und sehbehinderte Menschen. Und ist er auch zuständig für Gebärdensprache etc. Und er hat ja auch gesagt, ich werde all das, was Sie mir mitgeben, wir werden heute Nachmittag mitnehmen und mit Ihnen dann wieder auf den Tisch verschiedene Gäste haben. Wir werden Referenten haben von ARD und ZDF. Ich bewundere immer die Kollegen der ARD, die es schaffen, dass sie alle Medienkrieger und jeder Redner. Wir haben es da etwas einfacher im ZDF. Wir werden in einer Podiumsdiskussion vor allem auf der Bühne sehen. Ganz deutlich, wir haben natürlich den großen Vorteil, ich dass er eine Abstimmung nicht und die Abstimmung alle in Mainz. Von daher, ich meine es wirklich so als diesen Messer. Ich danke mich erstmal sehr, dass ich zu Ihnen kommen darf, dass ich Ich könnte jetzt sehr salopp etwas vortragen, was Herr Schneider heute Morgen sagte. Ich arbeite nur zuständig für die Koordination. Das ist ja aber ein bisschen zu salopp und es ist tatsächlich auch heute nicht mehr so. Wir arbeiten hier in den neuen Medien sehr stark zusammen mit den Sendungsredaktionen, die es die klassischen Fernsehprogramme machen. Wir machen die Zusammenarbeit nicht nur, weil wir alle an dem gleichen Standort sind und weil wir so nett zueinander sind. Was Sie hier sehen können, ist, weil der Markt und im Kern werden Sie jetzt viele Dinge nochmal zeigen, dass die Grenzen, die wir klassisch zwischen Fernsehen und Internet vielleicht noch sinnvollerweise gemacht haben, immer mehr überschritten. Ich würde Ihnen gerne zeigen, was wir gemacht haben, was wir gerade machen und was wir planen. Professor Hase hat heute Morgen einen sehr schönen Begriff geprägt von der Baustelle, die wir bei der Barrierefreiheit haben. Ich würde das deswegen auch ganz schnell umformulieren. Sie bekommen also von mir einen Baustellenbericht. Gibt es so, barrierefreie Angebote für alle Zuschauer. Eigentlich möchte ich alle hier unterstreichen, weil unser Ziel ist, dass wir möglichst ein Angebot machen, wo wir dem Inklusion folgen, ein Programm für Zuschauer mit und ohne Behinderung. Soweit es irgendwie möglich ist, wollen wir das umsetzen. Sie wissen, mein guter Titel ist natürlich hervorragend. Ich habe schon noch mal aufgeschrieben, 78,5% ZDF-Programme, das ist halt ja Sinn-Kommando. Und die KM-Sendezeit zu 100% ist ein Kardiaschenspieler drin, den wir uns hier erlauben, sondern wir sagen, die Zuschauer-Schneidezeit zwischen 16 und 22.15 Uhr können jetzt nicht drauf verlassen, dass sie noch ein bisschen Detailkenntnis. Das heißt, auch wenn es ein ZDF-Spezial gibt, weil in der Welt was passiert, dann wird es eben live übertitelt. Diese Kapazitäten halten wir hier vor. Sie wissen, dass es ist aufwendiger, live zu unterhalten. Auf dem Kinderkanal. Vielen Dank an die Kollegen, die das hier auch so reißen. Machen diese Titel ist es aufwendiger, live zu unterhalten, als etwas vorzuproduzieren. Das ist deshalb wichtig, auch nicht ganz die Qualität. Auch da haben wir auch schon gesprochen. Ein Sender ist, der schon verständlich ist, dass es gerade bei der Live-Anstellung ein einzelner Qualitätsprogramm ist. Wir haben mit. Das will ich zu, sehr wenig Ausstrahlung und das ist Kinderkanal ab. Wir übernehmen das heute schon mal von Phoenix. Wir haben gemeinsam mit der AG, aber auch gemeinsam, und das ist noch seltener, mit der AG und auch zusammen mit RTL, Sat 1, das TV-Feld mit der Kindersprache gemeinsam produziert und auf den verschiedenen Plattformen zu. Wir hatten heute früh schon mal das Thema auch nicht nur ein Zertifikat macht, sondern dass wir da etwas anbieten, was einer von uns hier sozusagen aufgreifen. Sie haben nicht so Wahlschlussrunde, die wir in den zerschriftlichen Zentrationen gemeinsam mit den ASG-Kollegen sitzen und der Wahlruhe vor der Bundestagswahl. Und wir haben natürlich die gleiche Runde, die ebenfalls mit Gebärdensprache zum Beispiel großen Wert darauf. Nicht zu vergessen, Audiodeskription. Wir machen auch Menschen, für Menschen mit Sehbehinderungen. Bei Audiodeskription sind wir bei 11,3.
20% auf die ersten drei Jahre. Komme ich nochmal gleich zurück, weil auf den Zuschauerinhalten Serien, Fernsehen, Titelspiele und Spielfilme. In der Aufzählung habe ich jetzt schon mal rausgenommen Sport, weil das können Sie auch, wir haben einen wieder Sportrechte. Die Champions League war natürlich eingebunden, die man damit machen konnte. WM und EM, also so Fernsehrechte haben, werden wir da auch eine gleiche Diskussion weiterhin entworfen. Nachdem derzeit auch die Kinodiskussion ist nicht per se vielleicht so inklusiv, weil es für uns wichtig ist, zu wissen, dass ich vielleicht wieder so einen wenn er mit seinen Kindern fernschaut, speziell Fußball, dann sind die Kinder mittlerweile so streng, dass wenn die Kinodiskussion fehlt, dass sie angeblich aufs Inhalt holen. Also, das finde ich ein schönes Beispiel. Ich habe mir immer vorgenommen, ich wollte Fußball dann auch noch mit Kinodiskussion sehen und hoffe, dass ich das Spiel dann endlich verstehe. Sie merken, welche Angebote haben wir? Vielleicht zu den Untertiteln und zu dem Anteil an Untertiteln. Auch da hat Herr Schneider schon vorgelegt. Sie sehen den Anstieg bei der Unterteilung des ersten der regelmäßig alle Politikmagazine auf 64,7. Das weiter ist immer weiter gestiegen. Mittlerweile bis 78,5 im ersten Halbjahr Tendenz. Und auch das die ganz klare Botschaft. Und auch das, die Auflistung ist dann zwangsläufig Tendenz weiter steigen. Dann zunächst jetzt mal auf Sehen statt. Das sieht ähnlich aus, wenn man sich den Finanzbedarf anschaut. Verschiedene Wege, verschiedene Sendewege. Der Catch-Berichte herausgenommen, 2019 und 2020 Auch hier sehen Sie den Anstieg bei den Finanzen 2012 auf 2013, 1,7 auf 3 Millionen Euro. Hier und auch hier der Bedarf im Jahr bis 2020 5,2 Millionen Euro für die barrierefreien zum Beispiel CDF, eine der Sender der Bundestagswahl, etwas, was wir so hier weiter angemeldet haben, und was die CAF, das ist ja auch gerade der TV-Prozess, auch anerkannt wird. Sie wissen, wir können viel anmelden. Der Mitteldeutsche Rundfunk, die CAF hat das seit 2012 ein werktägliches Magazin. Auf Vormittag sind es NDR11. Hat fast eine Stunde Sendezeit eben 50 in der genannten Form umgesetzt wird. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass wir TV im Livestream online und in der Mediathek zur Verfügung stellen. Was machen wir noch? Seit Anfang dieses Jahres. Sie haben vielleicht, mir ist vielleicht aufgefallen, dass wir im letzten Jahr, von einem knappen Jahr, unsere Webseite gelauncht haben. Die Sache haben wir heute also neu designt. 1930 bis 1950 das und 2140 ist also auch nochmal weiter entsprechend genauso, dass Sie hier Filter voreinstellen können. Zusätzlich auch hier, also mit Untertiteln werden Sie gezielt Inhalte mit Untertiteln zuwollen. Außerdem haben wir ein das Ganze geht auch weiter, wenn Sie den Schwerpunkt gespeichert werden, es gibt einen Bereich mein ZDF, wenn Sie dort hinterlesen, ausgewählte Schwerpunkte über neue Beispiele, die es da gibt, haben die entsprechend ja informiert. Zum Kirchentag, zum evangelischen Kirchentag, barrierefreie Angebote, das wir hier genannt haben. Ich könnte ganz salopp sagen, es ist ein Portal, in der Extrasendung vorsichtig, weil in dem Portal bestimmt noch ein rechtliches Problem, also über die genannten. Der Staatsvertrag gibt vor, wenn wir ein neues oder ein wesentliches. Der Norddeutsche Rundfunk hat, wie ich finde, ein sehr breites Angebot. Braucht seinen 3-Stufen-Test, ist ja zum einen bei Kindernachrichten eine ganze Dimension, es werden komplexe Regeln, vielleicht nur sprachlicher gestaltet, optimistischer Menschen. Aber ich glaube, in leichter Sprache und Gewehr zeigen will, dass wir im Rahmen dessen, was wir lösen, versuchen, das Wachstum zu erreichen. Das Ganze mündet dann auch dazu, dass diese neue Webseite einen Digitalkontest bekommen hat, wo es darum geht, zu hören, wie zugänglich sind, wenn sie so untersetzt werden. Das haben wir schon während der ganzen Redesign-Phase, also in der Planungsphase, haben wir so einen Test tatsächlich mit einem Dummy, mit einer Vorversion machen lassen. Wir haben die Webseite, die wir da bekommen, auch umgeschaut, eingebaut. Das führt jetzt mittlerweile dazu, dass wir eine Schwingungshaltung von 90%, also 100% erreichbar, 90% haben wir erreicht. Es geht darum, dass wir die Displaygröße, die als Sponsor-Design ist, dann ersten Version einstellen können, dass noch alles lesbar ist, dass die Tastaturfunktion und die Navigation funktioniert.
das Schriftproblem angeschaut werden. Wir haben dort morgen von Frau Raab gehört. Sie hat auch gemerkt, dass sie das nicht gut, das Schriftproblem entsprechend auch Sachsen-Anhalt ihren Bericht eingestellt werden kann. Und das ist ein sehr guter Beweis, dass es keine Hiersammlung des 20. Jahrhunderts, sondern abhängig vom Alter so eine Funktion, die das erst abgebracht wird. Und darüber haben wir eben schon gesprochen, dass es schon Voreinstellungen wie beispielsweise die Inhalte der Untertitel abgespeichert werden können. Mein Kollege hat eben schon von der Wahl berichtet, dass die VW-Well am 3. September mit Phoenix angeboten haben. Interessant fand ich, ich habe mir eben noch mal angeschaut, weil die Bärenstraße, das ist ja ein deutlicher Hinweis, dass das tatsächlich ein Angebot ist, das Alltag. Im Vergleich zu 2014 hatten wir 80.000 Zuschauer, haben Sie jetzt den Sichtbegriff, aber Sie haben 20.000 Zuschauer. Aber das ist ein schönes Signal. Es geht weiter mit der Wahlschluss und da hatte ich eben schon erzählt, unsere Berliner Runde, die wir hier auch komplett mit Gebärdensprache anbieten werden. Und dann sind wir natürlich sehr gespannt, wie sich der neue Bundestag zusammensetzt, ob wir eine Kanzlerin werden. Ja, damit bin ich schon am Ende. Zunächst vielen Dank. Ich habe mich ein wenig kürzer gefasst, wenn es noch direkt Verständnis war. Was ich auch toll finde, ist, dass Sie ja sehr umfangreich und vielfältig dann später bei der deutschen Diskussion mit mehr als 400 Sendungen insgesamt. Das reicht von der Sendung mit der Maus über Hart aber fair. Wir sind am Montag im ersten Sendung. Es gibt. Kochsendung, Kochen in Moritz oder Quatsch. Selbstverständlich werden natürlich wir noch eine Rückmeldung von uns bekommen. Ich denke, nachher, wir werden der Diskussion Zeit Rückfragen und Anmerkungen. Vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, es sind alle sehr zufrieden. Und nochmal einen Applaus für Sie. Dankeschön. So, dann nochmal auch nochmal explizit erwähnt, wenn es auch heute Vormittag schon mal ganz kurz aufgeführt wurde. Es werden auch die insgesamt 7 Sondersendungen im ersten im Fernsehen, im ersten ausgestrahlt werden, auch mit Gebärdensprache angeboten. Und zwar über die diversen Webseiten, die angeboten werden und natürlich über die BTV. Jetzt befassen wir uns nicht mehr mit den öffentlich-rechtlichen, sondern kommen zu den unser nächster Vortragender kommt von der Sendung am 5.9. Das ist, die sitzen im Münchner Raum. Danke, dass Sie hier da sind heute. Danke, dass Sie Ihren Vortrag hier für uns halten möchten. Das ist, wie gesagt, Ferdinand Sadowski. Und ja, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sie sehen, dass man mag mal ARD und das ZDF trennen, aber in puncto Barrierefreiheit ist die Zusammenarbeit der Sender doch schon auch vorhanden. Wir haben dem ZDF das Signal mit Gebärdensprache zur Verfügung gestellt. Lassen Sie mich trotzdem ganz kurz noch zu den weiteren Angeboten kommen, weil Barrierefreiheit ist ja nicht nur für gehörgeschränkte Menschen, sondern auch für sehgeschränkte Menschen. Auch hier hat sich die Audiostruktion, ich finde, nicht ausreichend für den einen oder anderen. Das kann ich auch sagen. Momentan ein Stand von 18%. Also, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute auf Sie sprechen darf. Ich würde jetzt gerne auch etwas erzählen, wie ProSiebenSat.1 das Thema die 2 Stunden täglich in unserem Unternehmen leitet und was wir in den vergangenen Jahren zum Thema Ausbau bei der Seite aus Unterföhring heraus gemacht haben. Wie heute Mittag schon erwähnt wurde, von Herrn Schauer war das meine Geschichte. Wir waren damals 2000 der erste private Sender, der regelmäßig untertitelte Formate ins Programm aufgenommen hat. Das haben wir seitdem kontinuierlich ausgebaut und sind auch weiterhin in einer Bewegung, die das stetig steigt von Jahr zu Jahr. Tatsächlich ist es so, dass wir aktuell keine eigene Untertitelredaktion im Haus haben. Wir haben aber eine sehr enge Kooperation mit dem ORF, was uns natürlich die Untertitelung einiger Formate deutlich erleichtert. Aber auch vor ORF einige Formate laufen, die auch Sender wie unsere Freundschaft an als Ärzte. Ein weiterer Meilenstein, der jetzt auf diesem Chart gar nicht gezeigt wird, ist, dass wir im Jahr 2016 auch hier eine Internationalisierung vorgenommen haben und eine eigene Stelle für das Thema Barrierefreiheit geschaffen haben. Das heißt, seit 2016 haben wir eine Kollegin,
in der Teilprogrammeinkauf, die nicht anderes macht, als sich jetzt über ihre Partikel beschäftigen und dafür zu sorgen, dass unser Ausbau und Internetinfrastruktur auf allen unseren Sendern weiter steigt. Sie hat auch ein eigenes Budget als Teil des gesamten Synchronisationsbudgets. Ich habe es leider, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, als Privatwirtschaftsunternehmen bitte ich Sie um Verständnis, dass wir keine konkreten Zahlen dazu haben können. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass ein fortlaufendes Budget ist, was Sie in den vergangenen Jahren nicht sehen. Ich denke allerdings, viel wichtiger ist am Ende tatsächlich das Ergebnis, was wir haben. Und das Ergebnis ist, dass wir allein im Jahr für einen Sprung von 2015 bis 2016 eine Steigerung von 200% der Untertitel 7 Inhalte auf unseren 5 Sendern, die Untertitelformate ausstrahlen, vorbereiten. In konkreten Zahlen heißt das, dass wir im Jahr 2015 noch 7.000 außerdem serientreuen werden. Und im Jahr 2016 waren es bereits über 30.000. Dasselbe gilt für Spielfilmformate, da waren es 2015 nur 35 und im Jahr 2016 haben wir bereits 100 Spielfilme Untertitel jeden Monat gehabt. Also auch zu 30.000 Serieneinführungen, das ist eine Zahl, die wir jeden Monat ausstrahlen. Wie gesagt, insgesamt eine Steigerung von 200% und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz beachtliche Leistung. Haben ebenfalls diese Entwicklung wollen wir natürlich anknüpfen. Was heißt das konkret im Programm für 2017? Wir versuchen vor allem anhand der Quoten, die wir erheben, unsere Programme auch dahin abzuleiten, was wollen wir untertiteln, wo ist das größte Interesse. Das sind vor allem die großen Showformate, Germany's Next Topmodel, Galileo Big Pictures, The Voice of Germany oder eben auch Genial daneben. Das sind die großen Serien, die und im Wahljahr bedeutet das für uns vor allem, dass wir eben auch die Formate, mit denen wir uns Politik beschäftigen, untertiteln möchten. Und das war zuletzt das TV-Duell, das hatten wir jetzt auch von den Kollegen der Öffentlich-Rechtlichen schon gehört. Da haben wir ja die Privaten und Öffentlich-Rechtlichen schön zusammengearbeitet. Komme ich zu den Ausgaben? Das ist ausgestrahlt. Das heißt aber auch zum Beispiel Formate wie Uncovered oder jetzt gestern Abend wurde die neue Serie Klaas von Umlauf das erste Mal gezeigt, ein Mann, eine Wahl, das untertitelt. Und ich denke auch, das ist für uns ein Teil unserer, oder wir sehen das als ein Teil unserer Verantwortung, auch solche Inhalte barrierefrei zugänglich zu machen. Besonders schön ist es auch, dass einige unserer Sendergesichter sich des Themas angenommen haben. Ich habe auch einen kleinen Informationszettel dabei, den werde ich aber gerne draußen mal auslegen, dass besonders Sendergesichter wie zum Beispiel Hella von Sinn oder Dr. sich des Themas angenommen haben und das auch bewusst versuchen, das Thema Barrierefreiheit in ihre Sendung zu tragen. Wir hatten ja zum Beispiel dieses Jahr bei unserem Format Let's Dance mit Cassandra Wedel eine gehörlose Behinderung des Formats, das natürlich auch nochmal dem gesamten Thema eine Plattform gegeben hat. Wir haben danach wurde auch übergeführt und im Fernsehen gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein dankbares Forum in dieser Art und Weise. Neben diesen direkten Titelboten für. Nichtsdestotrotz, am Ende haben wir Ziele und Herausforderungen, mit denen wir uns stellen müssen. Die Ziele sind, glaube ich, recht eindeutig. Wir möchten weiterhin unsere Barrierefreiheit. Die steigen jetzt vorne. Wir möchten die Untertitelung, die wir jetzt schon anstrauchen, weiter vorantreiben, immer mehr schaffen. Insbesondere Live-Untertitelung, das hatten wir aber auch von den Kollegen gehört. Live-Untertitelung ist eine der großen Herausforderungen für die Fernsehsender. Das ist erheblich teurer und ist doppelt so teuer wie die Untertitelung eines fertigen Formats. Die große Herausforderung, alles, was wir hier gesagt haben, Live-Untertitelung ganz klar, eine weitere große Herausforderung für uns ist eine nicht zu unterschätzende Unkenntnis der Zielgruppe. Das Problem, was wir natürlich haben als privatwirtschaftliches Unternehmen, ist immer eine Refinanzierung unserer Inhalte. Wir müssen schauen, dass alles, was wir senden, auf irgendeine Art und Weise sich refinanziert. Bei den barrierefreien Inhalten ist es bisher nicht so. Wir können keine spezifische Werbung dafür schalten, da es keine Daten dafür gibt. Das heißt, alles, was wir im Moment in diesem Bereich machen, finanzieren die Sender selber. Das finanzieren wir aus eigenem Antrieb und auch aus eigenen gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstsein. Nichtsdestotrotz wäre natürlich künftig einfacher, Barrierefreiheit auszubauen, wenn es entsprechende Daten gäbe, die man dann auch werbewirksam zum Beispiel refinanzieren könnte. Sind natürlich angewiesen auf qualifizierte. Zuletzt die Online-Mediatheken, das ist tatsächlich einfach nur symbolisch für die vielen technischen Anwendungen, die man nicht übersehen. Im Moment ist es so, dass unsere Mediathek es nicht schafft, qualifizierte Untertitelung technisch umzusetzen. Das haben wir allerdings jetzt schon auch nach den Gesprächen mit Herrn Schneider vor kurzem.
kurzem mit unseren Kollegen gesprochen, dass das geprüft wird, dass wir das in zeitnah bei den nächsten Updates dann auch umsetzen. Auch der Fall? Grundsätzlich die Finanzierung an sich ist ein Thema, was uns beschäftigt, was wir auch weiterhin versuchen zu lösen. Es gibt durchaus die Möglichkeiten am Markt und beobachten natürlich auch das Angebot der Drittanbieter, die es dort gibt. Also zusätzliche Software, Hardware, Menschen mit Behinderungen ermöglicht, das Programm zu sehen. Allerdings haben wir dort bisher keine Lösung gefunden, die den qualitativen oder auch manchmal urheberrechtlichen Standards entsprechen, mit denen wir unser normales Linearprogramm arbeiten, sondern wir das einfach umsetzen können. Ein letzter Punkt, der für uns sehr interessant ist und wo wir auch eine Möglichkeit sehen, eventuell in Zukunft eine Finanzierungsmöglichkeit zu schaffen, ist das Konzept der Medienordnung 4.0. Das ist eine Idee, die ProSiebenSat.1-Gruppe in diesem Jahr beschlossen hat. Und im Kern der Sache geht es darum, dass wir versprechen möchten, inwieweit die Rundfunkgebühr nicht mehr pauschal an öffentlich-rechtliche Sendeanstalten ausgegeben wird, sondern dass die Rundfunkgebühr künftig anhand von Rahmenverteilschreibungen, das hieße in der Konferenz, jeder Sender, sowohl private als auch öffentlich-rechtliche, können sich in ihren Formaten zu einem bestimmten Thema um eine Finanzierung aus der Rundfunkgebühr. In der Konsequenz hier hieße das beispielsweise barrierefreie Inhalte und jeder Sender kann sozusagen mit seinen Formaten sich um eine Refinanzierung der Untertitelung sonstiger barrierefreie Zuschüsse. Die Diskussion, wie gesagt, haben wir angeregt. Wir haben auch keine finale Lösung, aber es war mir wichtig, das Thema Ihnen auch einfach mal vorzustellen, denn am Ende des Tages geht es um Diskussionen, die dann, wenn sich die Leute damit möchte ich mich schließen. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmoll. Ich habe jetzt noch eine Frage an Herrn Veranstaltung. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Die Hinweise, die Sie gegeben haben, hier zu der ausreichenden Organisation, das ist für uns sicherlich auch nochmal ein Thema innerhalb der Podiumsdiskussion. Da haben wir da laden wir Sie herzlich zu ein, auch darüber zu berichten und einen Film zu machen. Jetzt sehen wir unten das Logo NDR. Warum steht dort NDR und nicht ARD? Das hatte ich eingangs kurz erwähnt. Die ARD. Ja, Sie sind ja schneller als ich hier vorne mit meinen Folien. Genau. Ich hatte Sie noch gar nicht angekündigt. Wir haben jetzt die Mediengruppe RTL Deutschland. Kann ich und jeweils die Zentrum auf die andere Seite, wenn das für Sie in Ordnung ist? Genau. Und diese Arbeitsgemeinschaft produziert gemeinsam. Sie haben jetzt die Mediengruppe RTL Deutschland GmbH, und zwar Frau Maren Rolf ist hier. Und wir freuen uns auch, dass Sie da sind und schon etwas zur Situation sagen. Ich glaube, Sie sind alle sehr gespannt. Ja. Sondern dass die Suppe, die an der Stelle auch schmeckt, muss es einen geben, der die Sache koordiniert und vielleicht eine Richtung vorgibt. Und das ist der Norddeutsche Rundfunk. Was ich natürlich gerne tue, weil ich kann einfach nur sagen, barrierefreie Angebote zu gestalten, finde ich ein sehr befriedigendes Geschäft, eine sehr befriedigende Aufgabe, weil man kann was machen, was Menschen zufrieden macht. Mit Geduld. Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt haben wir im Moment keine Zeit für Diskussionen oder Fragen. Entschuldigung, dass ich hier zwischengehe. Aber wir haben ja im Anschluss noch die Podiumsdiskussion, wo Fragen zulässig sind. Dann stellen Sie bitte Herrn Nils Rasmussen viele Grüße und wir bedauern sehr, dass er nicht dabei sein kann. Gut.